Ja, guten Tag zusammen und willkommen zurück bei 7 Days to Die, Nordisch allein zu Haus. Und ja, wie ihr in der letzten Folge schon gesehen habt, stehe ich hier vor diesem wunderschönen Haus, was ich gleich mal abluten werde, was ich aber erstmal säubern muss, denn ja, da sind ein paar Zombies. Grandios. Na komm raus, ja brav, kommt alle zu mir. Du hast da was im Gesicht. So, mal gucken, ob hier im Auto was drin ist. Hier findet man ja eigentlich relativ selten nur noch was in den Autos. Und relativ selten, sage ich. Und da findet man gleich schön, so schöne Sachen. Zack und ups. Hey, das ging mitten im Kopf. Hallo? Der war ganz offiziell im Kopf. Ganz offiziell. So. Das ist ja mal... Da ist auch noch eine ganz ordentlich zugange, da guck. Oh, der hat gesessen. Ich dachte, die wackelt noch zurück, aber nee, tut sie nicht. Ja, was ist denn das to repair? Ah, okay, nehmen wir alles mit. Werde ich auch gleich mal lernen, damit ich den Platz frei kriege. Und da kommen noch mehr Zombies. Ja, ist doch gut. Da muss ich nicht lange suchen, da kann ich sie gleich platt machen. Wobei man aber auch sagen muss, ich habe, glaube ich, auch frisch... Oh, voll. Oh. Frischfleisch dabei. Das hat. Oh, Alter. Na endlich. Wie, keine Pfeile mehr? Fuck off. Ah, ich kann auch sein, dass ich die anderen Pfeile, dass ich die noch nicht aus dem Crafting-Menü rausgenommen habe. So, ich gehe erstmal zu der. Na, ah, die hat natürlich keinen Bieger dabei. Wäre auch zu schön gewesen. Gut, siehst du, das meine ich nämlich. Ich habe die Pfeile nämlich dabei, aber noch nicht ins Menü gelegt. So, mit welchem Haus fange ich denn mal an? Ich fange mal mit dem Haus an. Ich glaube, da waren keine Zombies mehr drin, sonst wären die nämlich schon rausgekommen. Werde ich nämlich mal fix abluten, das Ganze, damit ich auch rechtzeitig nach Hause komme. Oh, das ist schick. Da war ja eine Feueraxt drin. Das ist auch sehr schön. Mal schön alles abluten. Ups, alles abluten hier. Damit das hier wieder relooten kann, sozusagen. Lecker. Gleich mal lernen. Das habe ich schon. 6 neue Rezepte. Herz allerliebst. Dann kann ich mir gleich mal die Feueraxt nicht reinhauen. La da 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 da. So. Eine halbe Leiche. Noch eine Box. Haben wir auch alles mit. Da ist nix. Ein Glas. Auch nochmal Glas. Da hatten wir reingeguckt. Da ging's raus. Was war denn hier noch? Ach so. Ah, sehr schön. Und da ist auch nichts drin. Wir haben einen Rucksack. Ja, gut. Brauche ich jetzt alles nicht. Was hab ich schon? Das hab ich schon. Hier ist ganz schön düster drin, fällt mir mal gerade so auf. Ich will hoffen, dass ihr noch sehen könnt, was ich hier tue. Kleiner Nachtschrank, Sideboard, Schrägstrich. So. Ah, Pistole. Ja, die könnte ich natürlich mal schön lecker umcraften. Das werde ich mal machen. Weil ich brauche keine zwei Pistolen. Craften. Dann nehme ich gleich ein bisschen Scrap Iron und dann kann ich mir auch die Pistole mitnehmen. So, das brauche ich alles nicht. Dann nehmen wir nur die Federn mit. Den schmeiße ich mal hier vorne hin. Glas. Ja, gut. Da habe ich gar keinen Platz mehr für.
Gut, zack, ups, zack, zack. Ich glaube, da müsste ich mir auch gleich noch ein bisschen Brass craften hier, damit ich ein bisschen Platz bekomme. Die Sticks kann ich auch mal wegschmeißen, kann ich mir noch zur Not noch selber machen. Gras kann ich auch wegschmeißen. Darauf war ich natürlich überhaupt nicht. Ach, guck mal, hier ist auch noch. War ich natürlich überhaupt nicht vorbereitet, dass ich hier ein Haus finde. Oder zwei Häuser ja sogar finde. Den nehme ich auch mal auch vorsichtshalber mit. Da ist nichts drin. Da ist Wasser drin. Auch schön. Auch nix. Nix. Gut. Das war übersichtlich. Dann schauen wir nochmal nach oben. Aber weißt du was, dann kann ich eigentlich auch das Buch eigentlich wegschmeißen, weil das braucht kein Mensch. Denn das haben wir schon gelernt und das... Oh, guck mal, ein bisschen Fleisch, jawohl. Aber hoffen, dass die Zombies jetzt hier mich erstmal einen Augenblick in Ruhe lassen. Da hockt auch noch einer. Oh, auch ein paar leckere Sachen dabei. Und da ist auch noch ein Bücherregal, sehr schön. So kann das weitergehen. Da ist noch einmal. Da kann ich mir ja schon fast ein Grillrost craften. Na gut, auch nicht. Oha, oha. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Den Rest brauche ich. So, was haben wir da noch Schönes drin? Was? Oh, muss ich was trinken. Okay. Gut, Fleisch muss ich auch noch mal kurz mir reindrücken. Ja, ist ja gut. Ist ja alles in Ordnung. Ich hab's kapiert. Und ein bisschen was Happa-Happa-mäßiges. Und dann so. Ja, fein. Da ist noch ein Hunting Knife. Okay, das kann ich jetzt nicht aufnehmen. Ja gut, scheiß aufs Papier. Scheiß aufs Papier. So, die schmeiße ich auch weg. Ich habe keine zweite Dose momentan. Gras hatte ich mir eigentlich auch schon weggelegt. Ah. Hätte ich das gewusst. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich natürlich schön... Ah. Dann hätte ich nämlich natürlich schön... Ah, guck mal, da ist noch was zum Looten. Hätte ich mich nämlich schön leer gemacht. Aber ich wollte eigentlich nur ein bisschen jagen gehen. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. So, schnell raus hier. Tag, Post. So. Dann schauen wir uns mal ganz flugs das andere Haus an, denn es ist schon 16:30 und ja. Ich muss auch noch ein Stück nach Hause laufen, ein bisschen was craften. Das dauert alles. Aber da hinten kommt Wasteland, beziehungsweise das Biom Wasteland. Auch gut zu wissen. Ja, gut, komm, nehmen wir mit. Freut zwar momentan nicht. Aber ich hab's. So, das haben wir alles. Ich weiß gar nicht, kann man daraus eigentlich mit Scrap Metal machen? Müssen wir mal ausprobieren bei Gelegenheit. Achso, okay, das ist der Hinterausgang. Schrägstrich Eingang. Und, nee, das war schon richtig. So. Schön Lärm machen, so wie sich das gehört. Ich wollte da eigentlich mal rein, weil wenn da Gitterstäbe vor sind, dann könnte da vielleicht was Interessantes drin sein. Na komm. Ja, Waffenschrank. Wer hat's allerliebst? So, 30 Sekunden Angst, 30 Sekunden, wo ich euch nochmal mit irgendeinem Schwachsinn voll blubbern muss. Oder sollte. Ja, was gibt's Neues? Ich weiß gar nicht. Gibt's irgendwas Neues? Also momentan, was ich nochmal gefragt worden bin, wann denn die Alpha 10 erscheint, ich weiß es nicht. Ich weiß es absolut nicht. Ich glaube, das weiß eigentlich keiner. Ich glaube, das weiß noch nicht, wissen noch nicht mehr die Fumpimps selber, weil... Aber die sind auf jeden Fall gut dabei, so wie sich das... wie das aussah. Das sieht ja alles toll aus, ne? Aber. Na komm, lass mal drin. Lass mal drin. Hol ich mir später wieder. Und
Ich denke mal, allzu lange werden wir nicht mehr warten müssen. Ich denke mal, vielleicht so. Ja, es ist schon schwierig abzuschätzen, aber vielleicht 2 Wochen. Schätze ich mal, weiß ich nicht. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut aus. Das nehmen wir noch mit. Den nehmen wir auch mit. Ich bin auf jeden Fall tierisch gespannt, weil alleine schon die Tatsache, dass man sich jetzt halt auch fast nackig ausziehen kann, finde ich persönlich schon mal sehr witzig. Macht die ganze Sache auch wesentlich realistischer. Und überhaupt halt der Ansatz, dass man sagt, so hier, man fängt... Oh, man fängt hier an... Was haben wir denn überhaupt? Na gut, das machen wir einfach so. Machen wir einfach mal so. Einfach so der Ansatz, dass man sagt... Oh, das war, glaube ich, schon das Gleiche. Ja, das packen wir mal dahin. Leder, das ist gut. Das kann ich gebrauchen. Oh, das kenne ich schon. Gut. Dann schmeiße ich es auch zur Seite. Alleine schon der Ansatz zu sagen, hey, ihr werdet mit der Zeit stinken. Und dann müsst ihr halt duschen bzw. baden dann im See oder so. Das finde ich sehr witzig. Denn, wie gesagt, das ist realistisch. Es ist realistisch und ist auch nicht schlecht. Und es ist auch wieder so ein Aspekt, den man wieder schön mit einbauen kann. So ein taktischer Aspekt eben. Dass man eben nicht nur darauf achtet, dass man kein frisches Fleisch dabei hat oder generell stinkende Sachen, sondern dass man auch tatsächlich darauf achten muss, bin ich jetzt gewaschen oder nicht. Cool, wenn man aufgrund dessen, das fällt mir mal so gerade ein, ich weiß aber auch nicht, ob es angekündigt gewesen ist, ob man vielleicht aufgrund einer, ja, wie soll ich sagen, wenn man sich halt nicht wäscht, ob man dann vielleicht mit der Zeit sogar krank wird. So, ich lade schon mal nach Hause. Mit der Armbrust am Anschlag. Das wäre natürlich auch nochmal so eine Sache. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr wascht euch jetzt nicht eine Weile und ihr fangt zwar an zu stinken, aber Zombies habt ihr momentan nicht und ihr werdet deswegen krank. So eine Infektion oder was. Na, wäre auch mal nicht schlecht. Ich meine, sollen ja sowieso in den nächsten Updates soll es ja so laufen, dass sie noch mehr Buffs hinzufügen und nicht nur das, sondern dass sie dann halt auch ohne Hasilein. Na gut. Und dass sich diese Buffs auch gegenseitig beeinflussen können. Ups, das war dämlich. Da bin ich auch schon mal sehr drauf gespannt. Oh, nee, ey. Oh, dann ist auch noch einer. Och, ey, nee, komm. Leck im Arsch. Keine Zeit. Oh, da hinten ist noch einer. Och, auch daneben, ey. Oh, nee, doch, ehrlich. Ehrlich, doch, ehrlich. Alter, das gibt's nicht. Zielen ist aber auch so eine Sache, du. Komm einfach auf mich zugelaufen hier, Zombie, komm. Oh, dann ist ein Hirschilein, sehr schön. Oh. So, dann will ich mit denen auch mal gleich jagen, den Hirsch. Ich habe eh schon Fleisch dabei. Wo ist er denn hin? Ach, da hinten ist er. Ach, scheiße. Auch wieder nicht getroffen. Ey, was ist los? Was ist mit mir los? So, jetzt habe ich ihn. Wo war ich? Ach ja, Buffs, die sich gegenseitig irgendwo beeinflussen. Ja, auf jeden Fall. Wäre richtig cool. Ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Also, das Spiel wird einfach nur besser. Also, ich weiß nicht. Also, das ist eigentlich auch so... Wenn man sich mal so andere Alphas anguckt, kann man echt nur sagen, 7 Days to Die wächst eigentlich richtig, richtig gut. Also manchmal, gut, hat man vielleicht hier und da mal einen kleinen Bug oder so, wo man sich auch vielleicht drüber aufregt. Und ich kann das gar nicht mitnehmen. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Ach, das geht jetzt auch gut. Dann machen wir jetzt so. Brass, da können wir vielleicht sogar schon Brass... mal so ein bisschen einschmelzen. Ich weiß gar nicht, was ich noch zu Hause habe. Da ist auch noch ein Zombie.
Wow. Oh, dich nehme ich auch noch mit. Na komm. Oh, da hinten sind auch noch ein paar auf der Straße. Die haben mich gerochen. Die haben mich gerochen. Deswegen werde ich mich mal so ein bisschen sputen. Es ist nämlich gleich 19 Uhr. Und ich muss erstens was essen und zweitens... Oh, ein Stück habe ich ja noch. So. Ah, Mensch, ich komme ja auch gar nicht zum Reden. Also, ja, also ich weiß nicht, also die Entwicklung ist echt klasse bei Seven Days to Die. Also das ist, ich meine, auch bei Seven Days to Die ist nicht alles Gold, was glänzt. So ist es definitiv nicht. Und es gibt auch andere richtig gute Spiele, so ist es auch nicht. Aber, weiß ich nicht, wenn man so die Entwicklung sieht, dann bin ich schon echt beeindruckt. Und es macht immer wieder Spaß. Ich bin sowieso ein Zombie-Fan, Zombie-Filme und sowas, alles klar. Auch The Walking Dead-Fan, definitiv, aber... Also sind es aber nicht nur die Zombies, das Spiel macht auch so tierisch Spaß. Und ich weiß nicht, das Setting stimmt auch irgendwie. Und es kommen immer wieder neue, coole Sachen dazu. Gut, das, was ich mal sagte, dass hier mit dieser Steinkanone, ob man das haben muss, ja, ich weiß nicht. Also das sind so Sachen... Man muss sich das Ding mal angucken. Man muss sich das Ding natürlich mal angucken, ausprobieren. Aber ich finde das natürlich schon ein bisschen sehr krass. Auch wenn man damit sicherlich ordentlich was wegrotzen kann. Aber ja, lass uns überraschen. Also es ist ja eigentlich noch über die 10.0 eigentlich noch nicht so richtig viel bekannt, muss man ja sagen. Es gibt zwar ein paar Posts auch von Mad Mole, was es da so gibt, aber so richtig 100% Info ist halt auch noch nicht. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, so kann man sich ein bisschen überraschen lassen. 23 davon, ach so. Kann ich ja eigentlich mal hier meine Tür mal wieder löschen. So. Bin überlegen, ob ich hier vorne nicht auch noch eine Tür einbaue. Zwei Türen, das wäre auch mal eine praktische Maßnahme. Aber ich werde erstmal nach oben gehen, mir erstmal das Frischfleisch aus den Taschen schmeißen. Dann habe ich mich da erstmal so ein bisschen Ruhe, so Vengen. Das sieht ja schon gar nicht so schlecht aus, oder? So, jetzt habe ich eigentlich nichts mehr dabei, was groß stinkt. Dann kann ich nämlich jetzt nochmal Holz machen. Storage Chest, Wood Frames. Zwei Türen. Und dann baue ich mir nämlich hier noch schön, nämlich noch Sicherheitstüren ein. Drei Stück hätte ich auch gleich basteln können. Mache ich gleich drei Stück fertig. Dann kann ich nämlich hier schön in Ausbau betreiben. Ich muss die Türen ja nicht ständig zumachen. Aber wenn man merkt, oh, da kommen ein paar Zombies, dann kann man wenigstens schon mal... Na? Dann kann man hier wenigstens schon mal so ein bisschen absichern. Auch wenn die Wände wiederum nicht so viel halten, aber... So ein klein bisschen kann man ja schon was machen. So, dann kann die Tür zu. Muss eh gleich nach oben. Dann haben wir nämlich mehrere... Achso, hier. Ich baue hier über alles dicht. Na gut, hier passt es auch. Aber. So, das können wir eigentlich mal wegkloppen. So, dann können wir mal eigentlich zwei Woodframes basteln. Und die kann ich dann auch gleich hier hinsetzen. So, Woodframes. Eins, zwei. Und dann machen wir uns noch eine Tür, was natürlich nicht reicht. Ah, eine Planke fehlt. Oh, na gut, okay. Dann nicht. Na gut, dann halt nicht. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Eisen. Das kugelt noch. Dann hauen wir uns das da mal rauf. Ach, guck mal, schön, wir 12 Eisenbarren. Da kann man schon schön was mitmachen. Das ist herrlich. Das ist
Was? Okay. Was zu futtern? Nimm mal das mal. So. Und meine Uhr sagt mir, ich bin schon wieder am Ende. Ich würde sagen, wir haben eine ganze Menge geschafft, oder? Eine ganze Menge geschafft. Wir haben ein Haus entdeckt, zwei Häuser haben wir entdeckt. Und ja, wir haben ein bisschen was gefunden. Eisen haben wir jetzt auch ein bisschen. Da kann ich jetzt mir schön ein paar Tools basteln. Und muss ich schon wieder husten. Ach. Oh, haben wir auch schön jetzt noch Dings dabei. Schön Tee. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Tipps, Tricks, Anregungen. Ihr wisst ja, was ihr zu tun habt, wollt, könnt, müsst, sollt. Ja. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge 7 Days to Die wieder. Nordisch allein zu Hause. Ja. Was ihr gerne sehen wollt, könnt ihr gerne posten. Haut rein, ne? Und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.